Hallo und herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag. Hier ist wieder Plenum TV für TV Thüringen Schweinfurt. Der Jahresbericht 2014 des Bayerischen Obersten Rechnungshofes ist veröffentlicht, die Liste von Kritikpunkten lang. So soll zum Beispiel Kultusminister Dr. Ludwig Spänle für eine, ich zitiere, Förderung ohne Kontrolle bei der Erwachsenenbildung verantwortlich sein. Und Finanzminister Markus Söder beim Steuervollzug auf ganzer Linie versagt haben. Dort wird gerügt, was wir auch schon sehr oft gerügt haben, dass die Steuergerechtigkeit und die Verfahren zu wünschen übrig lassen, dass mehr Stellen in der Finanzverwaltung notwendig sind, dass mehr Betriebsprüferstellen notwendig sind. All das stellt sachlich fundiert der Oberste Rechnungshof fest. Ja, ich habe den Bericht ja auch jetzt gelesen und habe mich da schon ein bisschen gewundert über die Rückschlüsse, die der OAH da zieht. Stellt sich für mich die Frage, ob es Aufgabe des OAH ist, einfach auch politische Bewertungen abzugeben. Wir haben einmal die gewählten Parlamentarier, die die Politik machen, und wir haben den OAH, der natürlich auch prüfen soll, aber letztlich keine politische Wertung abgeben sollte. Der OAH soll doch mal vergleichen, ob es denn in anderen Bundesländern da besser ist. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Der Europäische Gerichtshof erklärte die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig. Das Speichern von Telekommunikationsdaten sei ein besonders schwerwiegender Eingriff in das Privatleben und zudem stamme die Richtlinie aus einer Zeit, in der noch keine Haushaltsgeräte digitale Spuren ihres Nutzers weitergaben. Ja, erstmal ist es erfreulich, das Urteil. Zweitens hat mich ein bisschen überrascht, da bin ich aber sicherlich nicht der Einzige, dass das Gericht noch über den Antrag des Generalanwalts hinausgegangen ist. Das gibt eine gute Grundlage, jetzt sachlich und fundiert darüber nachzudenken und ein Verfahren auf den Weg zu bringen, das ein hohes Maß an Zustimmung erfahren kann. Ja, natürlich. Zunächst mal ist zu begrüßen, dass der EuGH klare Leitplanken aufgezeigt hat, auch was zu machen ist und was eben nicht geht. Das heißt, die Richtlinie, so wie sie ausgestaltet war, ist eben keine Grundlage für das Speichern der Verbindungsdaten. Wir als CSU, wir halten aber daran fest, dass einfach die Verbindungsdaten, dass die gespeichert werden müssen, um letztlich auch Schwerkriminelle, Straftaten und so weiter, Terrorismus, Kinderschänder und so weiter dann auch zu fassen. Die Kriminalität spielt sich mittlerweile auch sehr stark im Internet ab. Das war wieder Plenum TV für TV Thüringen Schweinfurt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.